Das Mini Cooper 2010 Baujahr, Euro 5, 188.000 Kilometer gelaufen, grüne Plakette, das Panoramadach, außen keine Kratzer, kein Rost, keine Beule, Beifahrerseite, aber hier Beifahrerseite, ein kleiner Kratzer, Parkkratzer. Hier ist ein bisschen nachlackiert wegen Kratzer. Rechte Seite. Und sonst gibt es keine andere Schaden oder Beule, keine Kratzer, gar nicht. Ich sage noch welche Mängel. Und Kofferraum, hier Knopf. Drücken Knopf ist das ist beschädigt. Geht das nur mit Schlüssel auf? Kofferraum mit dem Schlüssel nochmal auf, so bisschen lange drücken, dann ist offen. Das ist innen so sauber für Platz. Hier auch irgendwie keine nachlackiert, auch alles in Ordnung. Nur das ist bisschen diese Defekt, diese Knopf hier, Knopf, dieser drücken Knopf geht nicht. Das ist 20 oder 30 Euro in eBay, nur mit dem Schlüssel so drücken, dann sie können mit Schlüssel aufmachen. Diese normale mit Hand geht nicht. Das ist Schaden. Sonst hat er keine andere Schaden. Wir haben gesagt, nur hier ein bisschen hier Parkkratze. Das ist Xenon Scheinwerfer. Das ist Xenon. Ich mache jetzt kurz Motor an. Innen, das ist Teilleder. Sportsitzer mit Sitzheizung, dieser Fahrzeug und Klima und auch funktioniert alles. Störung gibt es keine Störung. Ich mache jetzt kurz Motor Start. Okay. Das Fahrzeug hat ja keine Störung. Nur gut einstellen. Hier Licht, nur eine Licht hinten links. Das ist Sitzheizung, elektrische Fenster, alles funktioniert. Ich mache auf Dach, nur wenn man Dach auf. Das innen, das ist mit 6 Gang Sportfahr, auch Sportfahrweg, und Cockpit ist sauber, keine Kratze, gar nicht. Das ist innen. Sitze. Ich mache den Motor, habe auch. Motor läuft ganz ruhig, keine Geräusche. Radlage, Trankgelenk, Chorlenken und alles in Ordnung. Verliert kein Öl und kein Wasser.
Service bei 183.000 Kilometer. Jetzt gerade Auto 188.000 Kilometer. Ich mache Wasser. Behalte auf, jetzt gerade, das ist kein Öl, gar nicht. Das ist sauber. Das ist Ölwanne. Das ist X-Sen und Scheinwerfer. Von diesem Auto alles in Ordnung, keine Probleme technisch alles okay, aber nur TÜV abgelaufen, muss man TÜV machen, TÜV ohne Mängel, das glaube ich, dieser Fahrzeug TÜV kriegt man ohne Mängel, Bremse, Handbremse, alles okay, verliert kein Öl, kommt keine Geräusche, alle Licht und so, alles beleuchtet. Das war's, dieser Fahrzeug, alles. Auf Wiedersehen.